Guten Morgen. Ich habe Ihnen das letzte Mal etwas über Gruppen erzählt. Wir sind ein bisschen eingestiegen in die Gruppentheorie. Ich habe Ihnen in Wirklichkeit viel mehr erzählt, als Sie eigentlich wissen müssen. Es geht auch jetzt nicht genau darum, dass wir das in allen Einzelheiten uns aneignen und weiter in die Gruppentheorie einsteigen. Es gibt Leute, die ihr ganzes Leben mit der Untersuchung von Gruppen verbringen. Und man kann sehr viel dazu sagen und es sind viele Bücher darüber geschrieben worden. Und es ist ein aktuelles Forschungsgebiet, aber natürlich nicht direkt unser Thema. Der Grund, warum ich Ihnen was über Gruppen erzählt habe, hier ist eher, um ein bisschen vertraut zu werden mit Schreibweisen, Sprechweisen und Denkweisen, die dann später, wenn wir wirklich in die eigentliche lineare Algebra einsteigen, eine Rolle spielen werden und die sie dann vielleicht schon, die ihnen dann schon vielleicht ein bisschen vertrauter sind, weil sie sie hier jetzt schon mal quasi als Trockenübung betrachtet haben. Ich zeige Ihnen jetzt noch was über Gruppen. Auch das ist ein bisschen abgespaced und auch nur zum dran gewöhnen gemeint. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Abschnitt. Also zunächst nochmal was zu Gruppen. Was war nochmal eine Gruppe? Es ging darum, wir wollten anfangen zu rechnen und haben eine Verknüpfung. Eine Verknüpfung ist eine Funktion, die auf einer Grundmenge erklärt ist und die nimmt zwei Elemente der Grundmenge und macht daraus ein Element. Ein neues, abhängig von den zwei gegebenen. So eine Verknüpfung muss dann verschiedene Eigenschaften erfüllen, damit wir die Grundmenge gemeinsam mit dieser Verknüpfung als Gruppe bezeichnen. Und diese Eigenschaften sind die Assoziativität, dann die Existenz eines Neutralelements und dann die Existenz von allen möglichen Inversen. Also jedes Element muss einen Partner haben, sodass, wenn ich das Element mit dem Partner verknüpfe, das Neutralelement rauskommt. Das wäre das Inverse. Beispiele sind Z mit Plus. Das ist ein Beispiel, das man parat haben sollte. Und aber, weil das doch ein bisschen zu speziell ist, dann vielleicht noch ein anderes Beispiel, die Menge aller Permutationen auf n Punkten. Die bildet zusammen mit der Verkettung eine Gruppe, die nicht kommutativ ist, außer wenn das n sehr klein ist. So, und jetzt habe ich Ihnen noch eine andere Gruppe das letzte Mal gezeigt, und zwar die Gruppe ZM mit Plus. Wie war das? Die war ja so entstanden, dass ich gesagt habe, ZM ist einfach eine Kurzschreibweise für Z mod dieser Äquivalenzrelation. Das heißt, das ist die Menge der Äquivalenzklassen. Das sind m-Äquivalenzklassen drin, die 0-Klasse, die 1-Klasse bis zur m-1-Klasse werden die ganzen Zahlen so aufgeteilt. Also das hier wäre die Menge 0m minus m minus 2m, m minus 3m, 2m, 3m und so weiter. Also das ist eine Teilmenge von Z. Und die anderen sind auch Teilmengen von Z und die überschneiden sich nicht und ihre Vereinigung bildet aber ganz Z. Und auf dieser Menge haben wir jetzt auch eine Verknüpfung erklärt und haben gesagt, plus, ich mache hier das ZM mit einem Plus zu einer Gruppe, indem ich sage, was soll denn passieren, wenn ich zwei solche Klassen nehme, zum Beispiel die Klasse von X und addiere die mit der Klasse von Y. Und dann hat man gesagt, das ist definiert als die Klasse, die ich kriege, wenn ich x plus y nehme. Das heißt, wenn ich hier aus dieser Klasse irgendein x rausnehme und aus dieser Klasse irgendein y rausnehme, das sind dann zwei ganze Zahlen. Für die ganzen Zahlen weiß ich schon, wie ich sie addiere. Das mache ich. Dann kriege ich x plus y und das liegt dann seinerseits auch wieder in irgendeiner Klasse. Diese Klasse soll das Ergebnis dieser Addition sein. Also das ist das alte Plus und das ist das neue Plus.
Okay, das ist das Beispiel, das wir das letzte Mal als eins von diesen vielen Beispielen, die ich Ihnen genannt habe, zu Gruppen gesehen haben. Und die Frage ist jetzt, die ich jetzt abschließend zum Thema Gruppen noch kurz behandeln will, ist die Frage, die immer man sich als Mathematiker stellt: Was passiert da eigentlich? Können wir das reduzieren auf das Wesentliche, diese Konstruktion? Weil hier habe ich wieder eine sehr konkrete Angelegenheit. Ich habe das hier mit ganzen Zahlen, bin ich ausgegangen mit einer ganz konkreten Äquivalenzrelation. Aber geht das nicht auch, wenn ich von einer anderen Gruppe starte, statt Z, und wenn ich hier unten eine andere Äquivalenzrelation hinnehme, kann ich das dann auch machen? Die Antwort ist ja, das geht. Und zwar geht das sogar sehr allgemein. Aber wir machen es nicht komplett allgemein, sondern wir machen es mal nur für den kommutativen Fall. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Eigentlich ist das schon übertrieben, aber machen wir das dann trotzdem. Sei G mit Kringel eine abelsche Gruppe. Und dieses G, das entspricht hier in dem Beispiel dem Z, diesem Z hier. Und jetzt brauchen wir noch eine Äquivalenzrelation. Und da nehmen wir eine Untergruppe her. Sie wissen noch, was eine Untergruppe ist. Eine Untergruppe ist eine Teilmenge von G, die bezüglich dem Kringel abgeschlossen ist. Okay, und sei H, Teilmenge von G, eine Untergruppe. Eine Untergruppe von G. Wo ist das H hier oben? Das H wird die Rolle von der Nullklasse spielen. Und jetzt definiere ich, jetzt gehe ich also ein bisschen rückwärts und sage, ich habe jetzt die Äquivalenzklasse übersprungen und gleich gesagt, was die Nullklasse sein soll. Das H soll die Nullklasse sein. Gut, jetzt kann ich aber zurückgehen und sagen, naja, wie muss ich jetzt die Äquivalenzrelation machen, sodass das 0 zu der H-Klasse wird? Na, wenn Sie sich das hier anschauen, dieses hier, das ist eine Untergruppe von Z. Hier, das ist Z. Und hier, die Vielfachen von M, die bilden eine Untergruppe. Das ist aber die einzige Untergruppe unter den Äquivalenzklassen. Wenn ich das alles um 1 verschiebe, dann ist es keine Untergruppe mehr, weil Sie haben zum Beispiel das neutrale Element nicht mehr. Das ist ja nur hier drin. Und es ist dann auch. Die anderen Klassen sind auch nicht abgeschlossen unter Addition. Aber hier ist es so, wenn Sie zwei Vielfache von m nehmen und addieren sie, ist das Ergebnis wieder ein Vielfaches von m. Und wenn Sie ein Vielfaches von m nehmen, multiplizieren es mit minus 1, um das additive Inverse zu kriegen, ist auch wieder ein Vielfaches von m. Das heißt, das hier ist eine Untergruppe. Von Z. Und das heißt, das ist jetzt das, wo ich sage, naja, dann nehme ich jetzt einfach mal im allgemeinen Fall irgendeine Gruppe und irgendeine Untergruppe und gucke, ob ich das genauso machen kann. Und dann muss ich nur jetzt schauen, diese Äquivalenzrelation, wie war die definiert? Die war so definiert, dass ich sagte, zwei Elemente von Z sind zueinander äquivalent, wenn ihre Differenz ein Vielfaches von m ist. Das heißt, ich könnte sagen, wenn Ihre Differenz in dieser Untergruppe hier lebt, dann das kann ich auch hier jetzt sagen. Dann brauche ich nicht mit Vielfachen oder so zu hantieren, sondern kann das ganz allgemein sagen. Wir definieren Äquivalenzrelation. Sagen wir, A ist äquivalent zu B, falls die Differenz, ja, aber was ist jetzt die Differenz? Sagen wir, ja, die Differenz ist jetzt, was heißt Differenz? Wenn ich a minus b schreibe, was ist das eigentlich? Das ist a plus das additive Inverse von b. Nun habe ich aber hier jetzt nicht mit plus geschrieben, sondern mit Kringel. Naja, dann würde ich das hier schreiben als a Kringel b hoch minus 1. Ja, also das ist das Inverse von b und das ist das Verkringelte. Und gut, und die Bedingung ist, dieses Ding hier, das soll zu der Untergruppe gehören, zu der Untergruppe H. Das ist die Definition von zunächst einer Relation auf G für A und B aus G. Und Fact, das ist eine Äquivalenzrelation.
Das ist eine Äquivalenzrelation. Das kann man dann wieder leicht nachrechnen und das ist nicht schwieriger, als es war, nachzurechnen, dass das eine Äquivalenzrelation ist. Reflexiv, symmetrisch, transitiv, kein Problem. So, und jetzt machen wir das hier. Wir können jetzt sagen, das ist Fact 1 und dann Fact 2. Wir können durch A plus, sagen wir Stern B definiert als A Kringel B wird auf der Menge aller Äquivalenzklassen von G bezüglich dieser Äquivalenzrelation eine Operation, eine Verknüpfung erklärt. Also das ist diese hier, diese neue Verknüpfung, die ist genauso konstruiert wie da oben. Die sagt, ich nehme hier eine Äquivalenzklasse bezüglich dieser Äquivalenzrelation von irgendeinem Element von G, das ich hier als A bezeichne, und eine zweite Äquivalenzklasse und sagt, die Verknüpfung von denen soll so erklärt sein, dass ich aus jeder Äquivalenzklasse 1 rausnehme. Das sind dann zwei Elemente von G. Die verknüpfe ich mit der Verknüpfung, die ich auf G habe. Dann kommt irgendwas raus. Das lebt auch wieder in einer Klasse. Diese Klasse soll das Ergebnis sein. Okay, das wird eine Verknüpfung erklärt. Da müssen wir dann jetzt wieder überlegen, dass das sinnvoll ist, dass es eine zulässige, widerspruchsfreie, konsistente Definition ist. Sinnvoll heißt hier nicht, ob das brauchbar ist für irgendwas. Es ist natürlich auch, aber das ist nicht Gegenstand der Diskussion. Sondern sinnvoll heißt es, ob es repräsentantenunabhängig ist, ob ich das so definieren darf oder ob mir das irgendwie auf die Füße fallen kann. Und das kann es nicht. Und der Beweis ist fast identisch mit dem hier. Sie müssen es nur ein paar Symbole austauschen. Ja, das X gegen das A, das Plus gegen den Stern und das Plus gegen den Kringel. Und dann kommen Sie drauf, dass Sie, wenn Sie das machen, dann werden Sie sehen, dass wir an einer Stelle hier in dem Beweis der Repräsentantenunabhängigkeit benutzt haben, da haben wir was vertauscht in einer Addition und deshalb habe ich hier gefordert, dass es eine abelsche Gruppe ist und dann dürfen wir diese Vertauschung durchführen. Okay, wenn das nicht eine abelsche Gruppe ist, dann geht es auch. Aber dann ist es technisch ein bisschen aufwendiger, dann müssen Sie zusätzliche Voraussetzungen an die Untergruppe stellen. Das führt dann aber jetzt dort wirklich zu weit. Und das Witzige ist, Sie kriegen dann wieder eine Gruppe. Also es wird nicht nur irgendeine Verknüpfung erklärt, sondern eine Verknüpfung, die G nach Tilde zu einer Gruppe macht. So, und diese Gruppe bezeichnet man dann als Notation statt G nach Tilde schreibt man dann G dividiert durch H. Okay, das heißt, Sie haben hier irgendeine Gruppe G, die enthält irgendwelche Elemente und Sie haben eine Untergruppe. G, eine Untergruppe H, sagen wir, die liegt da so drin. Das ist die Untergruppe H. Die enthält natürlich das neutrale Element von G, sonst ist es keine Untergruppe. Untergruppe enthält immer das neutrale Element. Und was diese Äquivalenzrelation macht, ist, sie teilt jetzt das G so in so Scheiben. Und das G dividiert durch H. Das ist die Menge von diesen Scheiben. Also das G selbst, das enthält hier lauter einzelne Elemente. Wie immer bei einer Äquivalenzrelation, die splittet das auf in Äquivalenzklassen, von denen eine das H ist. Das ist dann das neutrale Element von dem Quotient. Und die Gruppe hier, die wir da jetzt erklärt haben, die geht so, dass wir jetzt nicht mehr mit den einzelnen Elementen von G rechnen, sondern wir rechnen mit diesen Slices, mit diesen Äquivalenzklassen eben.
Die Definition ist dann auch wieder so, dass wenn ich diese Äquivalenzklasse hier zum Beispiel nehme und will sie mit der hier verrechnen, dann nehme ich hier einen raus und da einen raus und verrechne die mit der Operation, die ich auf G habe. Und dann kommt irgendwas raus, zum Beispiel der hier. Und dann sage ich, zu welcher Klasse gehört er? Zu dieser Klasse gehört er. Und dann soll das sein, diese Klasse hier, Stern. Diese Klasse soll dann diese Klasse sein. Okay, also beachte, H ist das Neutralelement von G nach H. Das ist so eine solche Beobachtung. Okay, und dann haben wir diese Konstruktion, die wir hier verwendet haben, um einfach nur ein Beispiel zu machen für eine Gruppe. Sehr allgemein aufgeschrieben, das geht jetzt für jede andere abelsche Gruppe auch. Und auf diese Weise können Sie lauter ganz viele neue Gruppen erklären. Sie fangen einfach an mit irgendeiner abelschen Gruppe, wie Sie gerne hätten, und wählen irgendeine Untergruppe aus, und dann machen Sie diese Konstruktion und kriegen dann hier eine neue Gruppe. Und mit dieser Konstruktion können wir jetzt einen Satz, den wir vorher für Mengen formuliert haben, auf Gruppen übersetzen. Und das ist der Homomorphiesatz. Dazu brauchen wir nochmal den Begriff des Homomorphismus. Der geht so, wenn Sie zwei Gruppen haben, G1 nach G2, das ist zunächst eine Funktion. Und diese Funktion nennt man Homomorphismus. Falls gilt für alle a und b aus G1, sagen wir, dass das hier hat, da ist Kringel drauf definiert und da ist Stern drauf definiert, gilt, wenn ich a mit b verkringele und dann h anwende, dann kommt ein Element von G2 raus. Und zwar dasselbe, wie wenn ich zuerst auf A und B getrennt H anwende und dann habe ich zwei Elemente von G und die dann miteinander versterne. Und der Satz, auf den ich eben anspielte, war der Satz, der sagte, ich kann, wenn ich eine Funktion habe von A nach B, irgendeine Funktion, die injektiv, surjektiv oder sonst irgendwas sein kann oder auch nicht sein kann, dann kann ich diese Funktion f immer zerlegen in eine Komposition von zwei Funktionen, von denen die erste surjektiv ist und die zweite injektiv. Und der Satz, den ich Ihnen jetzt zum Abschluss noch zeigen will, sagt, das geht auch für Gruppen. Das bedeutet, dass Sie das nicht nur mit Funktionen zwischen Mengen machen können, sondern auch mit Homomorphismen zwischen Gruppen. Das geht so. Das ist jetzt der Homomorphiesatz für Gruppen. Und wir machen das nur für abelsche Gruppen. Es soll ja nur ein bisschen zur Illustration sein. Und es geht so. Also wir nehmen zwei Gruppen her und ich nehme jetzt hier statt Kringel und Stern, nehme ich zwei Flusse ein. Das normale Plus-Symbol und das gekringelte Plus-Symbol. Das ist so üblich, wenn es abelsch ist, nimmt man sowas, was ein bisschen nach Addition aussieht. Aber es ist egal, es sind einfach nur Symbole, die für die Verknüpfungen stehen, die auf den beiden Gruppen erklärt sind. Und ich nehme einen Homomorphismus, der von der einen Gruppe in die andere geht. Und dann sagt der Satz, wieder das von vorher, ich habe hier F, ein Homomorphismus, und ich mag das jetzt Injektivität und Surjektivität ins Spiel bringen. Und dazu nehme ich hier eine Äquivalenzrelation, bei der ich diese Gruppenkonstruktion verwende, die ich vorher erklärt habe. Wir haben ja das letzte Mal auch gesehen, dass der Kern von F, was war das nochmal? Der Kern von F, das war die Menge aller a in G1. Für die gilt H von A ist gleich die 0, 1. Das ist ein neutrales Element von G1. Und sagen wir, nennen wir das vielleicht H.
und passt es mit dem oben zusammen. Und dann ist das diese Gruppe. Und das G sagt jetzt, ordne jedem Element von G, also jedem Element, zum Beispiel diesem hier, seine Klasse zu. Und die Behauptung ist, das ist ein surjektiver Homomorphismus. Okay, das ist genau wie in einem Satz von Funktionen. Da stand halt, das ist eine Funktion, die ist surjektiv. Und das, was jetzt hier noch dazu kommt, ist, und falls es sich um Gruppen handelt, ist das Ding sogar ein Homomorphismus und nicht irgendeine Funktion, über die wir nichts wissen. Und das Zweite ist dann, hier kann ich von da nach da gehen mit einem Homomorphismus, der injektiv ist. Das ist auch wieder genau wie vorher. Der ist injektiv und so, dass dieses Diagramm hier gilt. Das sagt, ich kann entweder so gehen, direkt mit dem F, oder ich kann diesen Umweg gehen, wenn ich irgendwie Wert drauf lege, dass ich einmal was Surjektives und einmal was Injektives mache. Okay, und dann das Dritte, das hatten wir auch, eine entsprechende Aussage in einem anderen Satz, der Homomorphismus H, von dem hier behauptet wird, dass er existiert ist, der ist, okay, eindeutig bestimmt, das steht hier nicht, stimmt aber trotzdem. Und der ist genau dann bijektiv, wenn das F surjektiv ist. Und bijektive Homomorphismen sind deshalb interessant, weil die nannten wir dann auch Isomorphismen. Wenn es sowas gibt, dann können wir sagen, wir haben es eigentlich mit der gleichen Gruppe zu tun, sie ist nur anders hingeschrieben. Strukturell ist das das Gleiche. Und das bedeutet, dass Sie haben immer diesen Isomorphismus hier zwischen, wenn Sie irgendeinen Homomorphismus haben, der ist ja dann von Haus aus mal weder injektiv noch surjektiv. Sie können ihn aber leicht surjektiv machen, indem Sie hier einfach das ersetzen, alles wegwerfen aus dem G2, was von dem F nicht getroffen wird. Und was dann übrig bleibt, das ist eben das Bild von F. Das ist dann hier eine Untergruppe von dem. Und dann ist das F surjektiv, das ist schon gut, dann sind wir hier. Aber es mag dann vielleicht noch nicht injektiv sein. Und die Konstruktion von diesem Satz hier, die gewährleistet dann, dass Sie aus dem F hier zu dem F passendes H machen können, das dann injektiv ist. Und wenn wir vorher das F surjektiv gemacht haben, dann ist das H eben auch surjektiv und damit bijektiv. Und das bedeutet, dass die beiden Gruppen dann zueinander isomorph sind. Also diese hier und diese hier. Und warum ist das interessant? Ja, damit können Sie eben zwei Gruppen verbinden, wenn Sie in der einen Gruppe was können und in der anderen was wollen. Dann übersetzen Sie das Problem von der, wo Sie was wollen, in die, wo Sie was können, lösen da das Problem und übersetzen die Lösung wieder zurück. So, den Beweis müssten wir für diesen Satz noch führen. Das ist aber jetzt nicht so schlimm, wie es vielleicht scheint, weil wir haben im Prinzip alles schon bewiesen. Die ganzen wichtigen Aussagen hier, die ganzen zentralen Aussagen sind genau die gleichen wie in dem entsprechenden Satz von vorher, im Satz 6. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist zu überprüfen, dass diese Funktionen, von denen da die Rede ist, und die wir das letzte Mal uns überlegt haben, welche das sind, mit repräsentativer Unabhängigkeit und so weiter, dass diese Funktionen tatsächlich Homomorphismen sind, was hier jetzt Teil der Behauptung ist, da und da. Und das ist aber sehr einfach, das sind hier nur zwei Zeilen, weil das liegt daran, hier ist ja. Das liegt daran, dass die Operation ja genauso erklärt ist, dass X-Klasse Stern Y-Klasse ist nach Definition von, wie ich mit den Klassen rechne, ja genau das hier. Und das hier ist aber nach Definition von dem G, ist das G von X plus Y. Naja, dann ist das hier aber auch umgekehrt, ist das G von X Stern G von Y. Das heißt, allein aus der Art, wie die Rechenoperation für diese Quotientengruppe hier erklärt ist, folgt sofort, dass das G ein Homomorphismus ist. Ja, ich kann zuerst addieren und dann G anwenden oder ich kann zuerst G anwenden und dann Sternen. Okay?
das ist einfach. Und für das H ist es genauso einfach, weil da müssen wir das hier zeigen. Und wir haben, naja, wir haben das ja, das H so definiert, dass es in eine Klasse reingreift und dann das Element der Klasse dem F übermittelt, dem F dann fragt, was gibst du als Ergebnis raus, und daran werde ich mich orientieren. Und das heißt, wenn ich jetzt hier sage, ich nehme zuerst, sterne ich die zwei Klassen und wende dann H an, dann kann ich das machen, okay, dann sterne ich die, aber das ist nach der Arithmetik hier, nach dem hier ist das dann die Klasse. Und das H, nach der Definition von dem H, ist das F von x plus y. Ja, das H greift in die Klasse rein, findet das x plus y und wertet dann f an x plus y aus. Und jetzt werfe ich noch ein, dass das f ein Homomorphismus ist. Da das f ein Homomorphismus ist, kann ich das aufspalten. Kriege ich das hier. Und das kann ich jetzt wieder zurückrechnen und sagen, na, das kann ich wieder in dem H ausdrücken und dann sagen, das f von x ist das H von x Klasse. Und dann bin ich fertig, dann habe ich gezeigt, das hier ist gleich, gleich, gleich. Hier. Das heißt, diese Funktion h, die in dem Beweis von dem Satz 6 wir so definiert hatten, wie es hier angewendet ist, die ist tatsächlich auch ein Homomorphismus. Und alle anderen Aussagen des Satzes übertragen sich dann unmittelbar von vorher. Okay, also hier ist noch ein Beispiel dazu. Ich überspringe das mal. Ich glaube, ich habe. Also ich schon lange genug über Gruppen geredet, machen wir lieber weiter. Und wie machen wir weiter? Wir haben den Begriff der Gruppe dadurch motiviert, dass wir rechnen wollten. Wir hatten gesagt, wir gehen von den Zahlenräumen aus, die uns vertraut sind, und reduzieren die auf das Wesentliche. Und das Wesentliche ist, dass es da eine Verknüpfung gibt und die Verknüpfung hat gewisse Eigenschaften. Und wenn wir jetzt aber genauer hinsehen, dann sagen wir, die Zahlenräume, so Z zum Beispiel oder R, die haben ja in Wirklichkeit nicht nur eine Verknüpfung, sondern die haben zwei Verknüpfungen. Da gibt es ein Plus und ein Mal. Und das ist aber bei einer Gruppe anders. Bei einer Gruppe gibt es nur eine Verknüpfung. Und da haben wir gesehen, wenn wir das dann machen, da gibt es dann ganz viele Beispiele für Gruppen, wo es eine Verknüpfung gibt und das erfüllt halt die Gruppenaxiome. Und deshalb ist es ein sehr vielseitiger Begriff. Und jetzt schränken wir das ein bisschen ein. Wir gehen ein bisschen einen Schritt näher in Richtung der Zahlenräume, indem wir sagen, ja, was unsere Zahlenräume auch noch haben, ist, sie haben eigentlich zwei Verknüpfungen, und die sind aber nicht völlig unabhängig voneinander, sondern die haben noch ein bisschen was miteinander zu tun. Und da können wir aber jetzt trotzdem wieder sagen, na, wenn das irgendwo anders aber genauso ist, dann soll uns das auch recht sein. Und das ist dann der Begriff des Rings. Der geht so. Wir nehmen eine Menge, wieder eine Grundmenge. Und das könnte zum Beispiel eine Menge von Zahlen sein, zum Beispiel Z oder R. Oder aber auch irgendetwas anderes, das ist uns egal. Wir wollen nur jetzt, da jetzt zwei Operationen haben, ein Plus, nein, also ein Plus und ein Mal. Damit ist gemeint, zwei Operationen, zwei Verknüpfungen, völlig beliebig gewählt. Wir bezeichnen sie als Plus und als Mal. Und was die in Wirklichkeit machen, ist egal, solange sie sich so verhalten, wie wir das von Plus und von Mal gewohnt sind. Und das ist jetzt hier aufgeführt, was wir da meinen. Und zwar das erste ist, mit Plus wollen wir so rechnen können, wie wir immer mit Plus rechnen. Das heißt, R zusammen mit Plus soll eine abelsche Gruppe sein. Da können wir den Begriff von vorher einfach wieder verwenden. Und das Neutralelement nennt man dann 0 und verwendet dann dieses Symbol, das Ihnen vertraut sein dürfte, um dieses Neutralelement zu bezeichnen. Und schreiben das dann das Inverse als minus x und schreiben auch so Kurzschreibweisen, wenn ich x plus das Inverse von y haben, dann schreibe ich x minus y. So, wenn wir mit diesen Konventionen haben, dann, mit diesen Konventionen
habe ich halt habe ich die Möglichkeit, Additionen und Subtraktionen so hinzuschreiben, wie ich das von Zahlen gewohnt sind, von Zahlen gewohnt bin. Ja, und das wird sehr vertraut sein. Und für die Multiplikation, ja, da habe ich halt diesen Punkt, der diese Verknüpfung ausdrückt. Die Verknüpfung heißt halt Punkt. Und ich lasse dann aber den Punkt weg, wenn es nicht zu Missverständnissen kommen kann. Also x, y ist x mal y. Und ich schreibe dann auch x hoch 5 für x mal x mal x mal x mal x. Wie auch beim letzten Mal schon gesagt. So, und dann nennen wir dieses Konstrukt hier, das besteht aus dieser Grundmenge R, dieser gemeinsamen Grundmenge dieser beiden Verknüpfungen, zusammen mit den beiden Verknüpfungen, das nennen wir einen Ring, falls das gilt, was ich vorher schon gefordert habe hier, dass mit plus eine abelsche Gruppe ist. Zusätzlich soll das R mit dem Mal ein Monoid sein. Was heißt das nochmal? Monoid heißt, das Mal soll assoziativ sein und es soll ein Neutralelement enthalten. Dieses Neutralelement nennt man 1. Wird mit diesem Symbol bezeichnet. Das ist die 1 des Rings. Also Ring heißt das Ding. Und außerdem sollen auch noch ein Zusammenhang bestehen zwischen dem Plus und dem Mal. Ja, die Zusammenhänge sind hier aufgeführt, die gelten sollen. Die werden Ihnen auch vertraut sein. Das sind die beiden Distributivgesetze, von denen bisher noch nicht die Rede gewesen ist, weil wir bisher immer nur eine einzige Operation hatten. Jetzt haben wir dann zwei und die sollen nicht völlig unabhängig nebeneinander stehen, sondern die sollen über diese Distributivgesetze miteinander verbunden sein. Und ja, vielleicht wundern Sie sich, warum da zwei Distributivgesetze stehen. Das liegt daran, dass das hier für das Mal nicht gefordert ist, dass es kommutativ ist. Das Mal kann nicht kommutativ sein. Das Plus ist immer kommutativ. Hier, das ist eine abelsche Gruppe. Aber das Mal das fordern wir nicht unbedingt, wenn es für einen Ring muss das Mal nicht kommutativ sein. Es heißt trotzdem ein Ring. Wenn Sie ganz präzise sind, sagen wir Ring mit 1. Es gibt dann noch Abstufungen. Es gibt auch Ringe ohne 1. Na, dann, das ist, wenn das mit H nur eine Halbgruppe ist, also wenn das Mal nur ein Assoziativgesetz erfüllt und diese beiden Gesetze aber kein Neutralelement hat, dann nennt man das eben einen Ring ohne 1. Man sagt dann, also das ist natürlich, ich habe gesagt, es muss nicht kommutativ sein, das Mal. Aber es kann natürlich kommutativ sein. Und wenn das Mal kommutativ ist, dann spricht man von einem kommutativen Ring mit oder ohne 1. Also so sieht das aus. Das ist der Begriff des Rings. Wenn ich nichts dazu sage, dann meine ich, es ist ein Ring mit 1. Und andere Ringe werden wir nicht betrachten. Ringe ohne 1, vielleicht gleich mal 1 in einem Beispiel, aber dann nie wieder. Kommutative Ringe sind dann noch vertrauter als Ringe. So, jetzt, warum heißt das Ring? Ja, nee, das weiß ich nicht. Meistens ist ja so, wenn man eine Bezeichnungsweise wählt in einer Definition, dann orientiert man sich ein bisschen an der Alltagssprache, damit man sich die Definition leichter merken kann. Also, wenn wir gesagt haben, eine Relation heißt symmetrisch, wenn ich kann die Dinge vertauschen. Ja, das ist leicht sich zu merken, dass das symmetrisch heißt. Aber es ist natürlich mathematisch nicht notwendig. Ich hätte auch sagen können, statt zu sagen, diese Relation ist symmetrisch, wenn das erfüllt ist, hätte ich auch sagen können, die Relation erfüllt die Eigenschaft 17. Dann hätten Sie sich halt 17 merken müssen. Das ist natürlich viel schwieriger. Hier ist jetzt so, dass diese Konstruktion, die wir hier da haben, dieses R mit den beiden Operationen, da ist es ein bisschen schwierig in der Alltagswelt irgendetwas zu finden, nachdem man das benennen kann. Es ist deshalb jetzt, okay, es heißt halt Ring. Wir könnten es auch Baum nennen, das wäre genauso gut oder schlecht als Begriff.
wir orientieren sich uns halt an dem, was die mathematische Gemeinschaft halt, auf das sie sich geeinigt haben. Die Dinge heißen halt Ringe, aber sie müssen da jetzt nicht irgendwie irgendwas Kreisförmiges da drin erkennen können. Das sieht man in der Definition nicht. Da hat wohl irgendwer mal ein Beispiel von einem Ring gehabt, der sich so aufschreiben ließ und deshalb gesagt, das ist ein Ring, aber versuchen Sie nicht, das zu finden. Das heißt einfach Ring. In das Wort, in die Wahl des Worts sollten Sie nicht zu viel hineininterpretieren. Wenn wir das Baum nennen würden oder einen ganz anderen Kunstbegriff nehmen würden, dann wäre das genauso gut oder schlecht. Also wichtig ist hier nur, es ist eine Grundmenge, auf der zwei Operationen definiert sind, die sich so verhalten, wie wir das von einem Plus und einem Mal erwarten würden. Was damit gemeint ist, ist das, was hier in der Definition drin steht. Gut. Ein Beispiel, mach mal ein Beispiel dazu. Ne, ich mache einige Beispiele dazu. Und Ringe, naja, gut, Ringe ist jetzt auch wieder was, da könnte man sich ein ganzes Leben lang mit befassen. Es gibt so viele Ringe und so viele Eigenschaften und Abstufungen in schönere und weniger schöne Ringe. Das ist dann aber, ja, das ist dann eigentlich Algebra, wenn man das macht. Ihr habt da ganz am Anfang in der ersten Vorlesung gesagt, ich brauche ein bisschen Vorlauf, bevor ich Ihnen sagen kann, worum es in der linearen Algebra geht. Soweit sind wir jetzt noch nicht. Aber ich kann Ihnen schon sagen, worum es in der Algebra geht. Da könnte man einfach, wenn man es auf einen Punkt bringen will, könnte man sagen, Algebra ist die Lehre von den Verknüpfungen und den Eigenschaften, die Verknüpfungen haben können und die Beziehungen zwischen Dingen, auf denen Verknüpfungen erklärt sind. Und das heißt, Gruppen zum Beispiel spielen eine ganz große Rolle in der Algebra und eben auch Ringe und dann das, was wir beim nächsten Mal sehen werden, Körper. Ja, Gruppenringe, Körper, das sind die Grundkonzepte der Algebra. Und was das dann mit linearer Algebra zu tun hat, darauf werden wir dann in Kürze zu sprechen kommen. Und dann wird es auch wieder, also dann wird es auch wieder viel anschaulicher und viel weniger abgespaced als im Moment. Aber so weit sind wir jetzt noch nicht. Machen wir die Ringe und die Körper noch fertig, bevor dann wieder eine Atempause kommt und wir uns mit einfacheren Dingen beschäftigen, wenn wir dann wirklich in die lineare Algebra einsteigen. Okay, ich wollte Ihnen ein Beispiel geben für einen Ring. Das kanonische Beispiel ist Z. Z mit Plus und Mal. Das ist ein Ring. Das ist das Standardbeispiel. Da können Sie sagen, nach diesem Beispiel ist die Definition, von diesem Beispiel ist die Definition motiviert worden. Sie können aber auch zum Beispiel R mit Plus und Mal, Q mit Plus und Mal, das sind auch alles Ringe, auch C mit Plus und Mal. Aber N mit Plus und Mal, das ist kein Ring. Weil für Plus brauchen Sie alle Inversen und in n haben Sie kein Minus. Also n ist nicht abgeschlossen unter Subtraktion und drum ist es kein Ring. Das ganze Ding hier ist trotzdem abgeschlossen unter Plus und Mal, aber es ist halt kein, ja, es ist halt, es fehlen die additiven Inversen. Die wollen wir aber immer dabei haben, damit wir bei Plus nicht allzu vorsichtig sein müssen. Es wird uns schon genug Konzentration kosten, beim Mal darauf zu achten, dass das nicht immer kommutativ sein muss. Okay. Ich werde Ihnen noch einige weitere Beispiele zeigen, aber zunächst einmal zurück. Gehen wir, ja, also ich werde jetzt dann nicht so tief in die Ringtheorie einsteigen, wie wir in die Gruppentheorie eingestiegen sind. Aber einen Satz zeige ich Ihnen, einen ganz einfachen. Der geht so. Der sagt, in einem Ring, wenn Sie einen Ring haben, dann gilt immer x mal 0 gleich 0 und 0 mal x gleich 0. Das ist etwas, das konnten wir vorher nicht sagen, weil hier in dieser Aussage, obwohl da kein Plus drin enthalten ist, ist es trotzdem etwas, was eine Beziehung ausdrückt zwischen der Addition und der Multiplikation.
Es ist auch keine Multiplikation zu sehen, aber die steht da unsichtbar dazwischen. Da ist ein Mal, da auch. Und die 0, das ist das Neutralelement bezüglich Plus. Das heißt, hier ist eine Aussage getroffen, die können Sie nur in einem Ring treffen. Der Satz sagt, das stimmt auch immer. Das ist das, was wir von Z und von R gewohnt sind. 0 mal irgendwas ist 0 und das stimmt in jedem Ring. Und was außerdem noch stimmt, ist Folgendes hier. Das ist auch noch interessant, müssen wir langsam lesen, dass es sagt, wenn Sie irgendein Element nehmen und von dem das additive Inverse nehmen, das minus x, das ist das Inverse von x bezüglich plus, und dann ist das dasselbe, wie wenn Sie das Inverse von 1 nehmen und 1 ist das Neutralelement bezüglich mal. Und dieses Inverse bezüglich Plus. Und dann hier das Multiplizieren mit dem x. Das ist das mal. Okay, also das ist auch ein Zusammenhang zwischen Plus und mal. Natürlich ein ganz einfacher, auch nicht schwierig zu beweisen. Dann machen wir das kurz. Wie würden wir das beweisen? Ja, was ist denn 0? X mal 0. Das ist dasselbe wie x mal 0 plus 0. Denn 0 plus 0 ist 0. Und ich habe jetzt ein Distributivgesetz. Das heißt, da kann ich das ausmultiplizieren. Da habe ich x mal 0 plus x mal 0. Und jetzt kann ich auf beiden Seiten addieren, das additive Inverse von x mal 0, von dem ich jetzt noch nicht weiß, dass es 0 ist, aber es wird irgendein additives Inverses geben, dieses hier. Und das, okay, dann habe ich hier x, da ist dann egal, ob ich das rechts oder links dazu tue, weil Plus ist ja kommutativ, gleich x mal 0 plus x mal 0 minus x mal 0. Und Klammern brauche ich auch nicht zu setzen, weil es auch assoziativ ist. Das heißt, das hier ergibt dann aber klarerweise 0. Denn irgendwas minus irgendwas, das ist die Definition von dem Minus, dass sich das dann aufhebt. Und hier, das gibt auch 0. Und dann dieses hier plus 0, das ist gleich x mal 0. Und dann haben wir also gezeigt, aus dieser Richtung folgt, 0 ist gleich x mal 0. Und das war ja die Behauptung. Und für 0 mal x geht das genauso. Ja, da bauen Sie dann das andere Distributivgesetz auf der anderen Seite und machen genau die gleiche Rechnung. Und dann, was war das andere? Minus x. Also wir wissen x. Wie war das? Also zu zeigen ist hier, x ist gleich minus 1 mal x. Ja, also dann müsste ich zeigen, x plus minus 1 mal x. Ah ja, das ist gleich. Naja, hier, das ist dasselbe, wie wenn ich einmal x schreibe. Ja, weil 1 ist das Neutralelement bezüglich mal. Und jetzt kann ich das Distributivgesetz anwenden. Dann habe ich hier 1 minus 1 mal x. 1 minus 1 ist 0. Das ist 0 mal x. Und von dem haben wir gerade gezeigt, das ist 0. Und daraus folgt, wenn ich das jetzt auf die andere Seite bringe, dieses x. Daraus folgt, minus 1 mal x ist gleich das additive Inverse von dem. Also hier, das ist plus minus x auf der anderen Seite, auf beiden Seiten. Das killt dann den. Der hier bleibt übrig und auf der anderen Seite steht 0 minus x, das ist minus x. Okay, geht in jedem Ring. Gilt nicht nur für Zahlen, sondern für alle anderen Ringe auch. Und jetzt, wie versprochen, noch ein paar weitere Beispiele für Ringe.
Und das ist jetzt dann wieder so, dass die Beispiele nicht, zumindest nicht alle, für sich selbst interessant sind, sondern sie sollen nur dazu dienen, ein bisschen die Vielfalt zu illustrieren, die hinter dem Begriff sich verbirgt. Und ein Beispiel ist das ZM. Das kann ich auch mit dem Plus und dem Mal machen. Und das ist ein Ring. Das Mal und das Plus, die waren ja so definiert. Ja, das Definition von Plus hatte ich eh oben schon nochmal wiederholt. Und die Definition von Mal war genauso. Das Mal auf den Äquivalenzklassen ist dadurch definiert, dass ich zwei Repräsentanten nehme, multipliziere die und gucke, in welcher Äquivalenzklasse liegt das Produkt. Diese Klasse ist dann das Ergebnis von der Multiplikation dieser beiden Klassen. Das ist ein Ring. Und zwar also ist ein kommutativer Ring sogar. Auch die Ringe hier oben sind alle kommutativ. Und ich glaube, alle Beispiele, die ich Ihnen jetzt zeige, sind kommutative Ringe. Wir werden früher oder später werden nicht kommutative Ringe auch sehen. Ist ein Ring, also das nicht ein Ring sind, eigentlich ganz viele sind. Für jedes M in N ohne 0 und 1 ist das da. Ein Ring. Drittes Beispiel. Wenn wir M eine Menge haben und A nehmen als die Potenzmenge von M, dann hatten wir gesehen, ich hatte diese Addition das letzte Mal als Beispiel für eine Gruppe definiert. Das war eine etwas künstliche Addition, die sagte, U plus V ist U vereinigt V ohne U geschnitten V. Und A zusammen mit diesem Plus, was war eine abelsche Gruppe. Und Sie können jetzt sich überlegen, jetzt, dass wir könnten das heißt, dieses Plus können wir als Plus nehmen. Und jetzt könnten wir da ein Mal brauchen, wenn wir noch mal zu einem Ring machen wollen. Und das Mal, das braucht nur assoziativ zu sein und ein Neutralelement zu haben. Das hatten wir aber vorher schon. Wir können den Schnitt nehmen. Also A plus. Und Schnitt ist ein Ring. Für den Schnitt haben wir zwar keine Inversen, brauchen wir aber auch nicht. Für einen Ring brauchen wir keine Inversen. In Z habe ich auch keine Inverse. 5 hat kein Inverses bezüglich Mal. Das ist also okay. Und der Schnitt hat aber ein Neutralelement, nämlich die Grundmenge m, weil alle Elemente von A sind Teilmengen von m. Und dann müssen Sie sich noch überlegen, dass die Distributivgesetze gelten. Ja, okay, das kann man beweisen. Das stimmt. Und dann ist das ein Ring, sogar ein Ring mit 1. Was hatten wir noch? Wir hatten noch diese Gruppen, die aus Funktionen erklärt waren. Und mit Funktionen kann man auch neue Ringe konstruieren. Wenn wir uns vorstellen, wir haben schon einen Ring und wollen einen neuen draus machen, dann kann man das zum Beispiel so machen. Sagen wir, also sei R mit Plus und Mal ein Ring. Und wir wollen sei A irgendeine Menge. Und wir betrachten die Menge R hoch A
aller Funktionen, also das ist noch zur Erinnerung, ist die Notation für die Menge aller Funktionen, die von a nach r gehen. Und wir wollen ein Plus und ein Mal für RA, damit ein Ring entsteht. Also das zu einem Ring machen. So, wie kann ich das machen? Naja, ich muss definieren, was soll denn dann sein, was soll denn die Summe von zwei Funktionen sein? Muss ich sagen, f plus g. Also das hier ist eine Funktion von a nach r und das eine Funktion von r nach r. Jetzt muss ich definieren, was die Summe dieser beiden Funktionen sein soll. Soll eine neue Funktion sein, die auch wieder darin lebt. Und damit habe ich dann eine Verknüpfung auf der Menge aller Funktionen erklärt. Dann kann ich also nicht nur, ja, also kann ich Funktionen addieren. Und das hier ist dann das neue Plus, was ich da jetzt gerade am Kreieren bin. Und ich wähle folgende Idee. Ich sage einfach, die Funktion, die hier rauskommt, die soll dadurch erklärt, das ist jetzt eine Funktion, die geht von a nach r, die soll dadurch erklärt sein, dass sie jedes a aus a abbildet auf f von a plus g von a. Also, das hier ist jetzt das alte Plus, das Plus, was hier oben das R schon mitnimmt. Alt, also in R. Und das ganze Ding hier, das ist eine Funktion. Das ist eine Funktion, die Elemente von A, eben zum Beispiel dieses hier, abbildet auf Elemente von R. Das hier sind Elemente von R. Okay. Das heißt, hier links steht die Summe zweier Funktionen und da will ich ja sagen, was das ist. Und hier rechts steht diese Funktion, das soll die Summe von den beiden hier sein. Okay. Also Beispiel, das ist Beispiel. Das ist so eine Sache, es ist ganz konkret hingeschrieben, aber es ist ein bisschen schwierig, das zu lesen, wenn man nicht schon weiß, was gemeint ist. Ein Beispiel nehmen wir r gleich r und a auch gleich r. Also haben wir Funktionen von r nach r. Sagen wir, das ist f und das ist g. Sagen wir, f von x ist gleich 3x Quadrat plus 2x minus 9 und g von x ist gleich, was weiß ich, 5x plus 2. Und dann, jetzt sage ich h, die Funktion h sei f plus g. Und jetzt habe ich also hier, achten Sie darauf, hier habe ich geschrieben f von x, das heißt, das ist jetzt nicht die Funktion selbst, die Funktion ist nur das f. Das f von x ist der Funktionswert von f an der Stelle x. Also x ist zwar beliebig, aber irgendein beliebiges x hat dann, da hat f diesen Funktionswert. Also f und g sind Funktionen von r nach r. Das f ist so definiert, das g ist so definiert und das h, da will ich jetzt sagen, die Summe dieser beiden Funktionen soll das sein. Und nach dieser Definition wäre jetzt das h, was ist jetzt h von x? Das x ist jetzt das, was hier das a ist. Ja, da muss ich einfach sagen, was ist denn, das ist f von x plus g von x. Oh ja, und dann schreibe ich einfach das hier plus das hier. Das ist 3x Quadrat plus 7x minus 7. Das ist die Summe von den beiden. Es wird also einfach hier geschaut, an jedem x, hier ist ein x, was ist der Funktionswert von g, was ist der Funktionswert von f, die werden zusammen addiert und da kommt dann das Ergebnis vielleicht raus und das ist dann der Funktionswert von h. Das h ist also auch wieder eine Funktion, h, ich weiß nicht genau, wie die verläuft, aber h ist f plus g in dem Sinn, dass an jeder Stelle genau geguckt wird, was macht das g, was macht das f,
Die Summe von denen soll der Funktionswert von dem h an dieser Stelle sein. Okay, das ist genau das, was hier steht. Die Summe dieser beiden Funktionen ist die Funktion, die an jeder Stelle die beiden Funktionswerte der Summanden aufsummiert. Und dann haben wir eine Addition. Und für Multiplikation machen wir das genauso. Wir definieren f mal g als die Funktion, die jedem Element klein a von groß zuordnet, das Produkt der beiden Funktionswerte. Und dann ist Fact RA, die Menge aller Funktionen, mit diesem Plus und diesem Mal. Mit diesem Plus und diesem Mal ist ein Ring. Das müssten wir jetzt im Einzelnen nachrechnen. Da wären jetzt einige Dinge zu überprüfen, dass das Plus hier assoziativ ist und kommutativ ein Neutralelement hat und dass das Mal assoziativ ist und ein Neutralelement hat. Kommutativ ist es in dem Fall auch, müsste es aber nicht sein und dass die beiden Distributivgesetze gelten. Aber alle diese Dinge sind leicht zu überprüfen, denn wenn man versucht, es hinzuschreiben, dann sieht man sofort, die nötigen Eigenschaften für dieses Plus übertragen sich von diesem Plus. Und für dieses Plus ist angenommen, weil ich hier gesagt habe, dass R selbst ist ein Ring. Ja, dann überträgt sich das, dann weiß ich, dieses Plus hat alle nötigen Eigenschaften und die übertragen sich. Also zum Beispiel, sagen wir, ja. F plus g von x ist f von x plus g von x, weil so ist es definiert. Jetzt das x ist kommutativ, also kann ich das rumdrehen. Und da kann ich jetzt dann sagen, das ist dasselbe wie g plus f angewandt auf x, weil so ist dieses Plus hier definiert. Und dann habe ich, aber das gilt für alle x aus R. Und daraus folgt f plus g ist gleich g plus f. Und so weiter. Wir könnten noch überlegen, was sind die Neutralelemente? Da brauchen wir nicht so viel zu schreiben. Dann können wir einfach überlegen, was ist das Neutralelement? Das Neutralelement bezüglich Plus ist die Funktion. Die konstante Funktion, die konstant 0 gibt. Die Funktion, ja, x geht nach 0. Was ist 0? Wobei diese 0, das ist das Neutralelement bezüglich plus in R. Also die Funktion 0, 0, 0, 0, 0, die alles auf 0 abbildet. Und das Neutralelement bezüglich mal ist die Funktion, die jedes x abbildet auf konstant 1. Ja, also das kann man leicht sehen hier, weil wenn wir sagen, g ist die Nullfunktion, 0, 0, 0, 0, 0, alles auf 0, und ich habe f plus diese Funktion, was kommt dann daraus hier für eine Funktion? Da kommt jetzt die Funktion raus, die jedes a aus a abbildet auf f von a plus 0. Aber f von a plus 0 ist f von a. Das heißt, die Funktion hier ist einfach wieder f, die bildet ab a auf f von a, also das ist die Funktion f. Habe ich also dann f plus, die Nullfunktion ist einfach f. Damit ist die Nullfunktion also, weil das f beliebig ist, das Neutralelement. Und für mal ist es genauso, wenn ich hier die konstante 1-Funktion nehme, dann habe ich f, irgendeine Funktion f, mal die 1-Funktion ist die Funktion, die jedes a abbildet auf f von a mal das Neutralelement bezüglich mal 1. Also einfach f von a. Das ist dann wieder die Funktion f. Okay, also das ist das Neutralelement bezüglich mal in R. Dann machen wir es ein bisschen konkreter, indem wir a gleich n nehmen. Weil dann kann ich vielleicht die Folgen hinschreiben und R, also die Funktionen kann ich dann hinschreiben und aber R, dann sagen wir irgendein Ring. Dann wäre ein f, naja, das f würde jetzt schon sagen, x geht
geht nach f von x. Und nehmen wir ein g noch dazu. G, x. Und hier habe ich dann 0, 1, 2, 3, 4, 5. So sehen die aus. Und geht immer weiter. Und eine Funktion sagt jetzt, was ist der Funktionswert an jedem dieser Stellen? Und das sind jetzt irgendwelche Elemente von dem Ring. Ja, keine Ahnung, was in dem Ring drin ist. Vielleicht irgendwelche Dreiecke und Vierecke. Oder Kringel. Oder sonst irgendwas. Oder so. Und in dem G, ja, das G hat auch Funktionswerte, irgendwelche anderen. So. So. Und jetzt, was ist das? Was ist das H? H, sagen wir, H soll sein die Summe der beiden Funktionen. Also f plus g ist auch wieder eine Funktion, die jedem x aus n einen Funktionswert zuordnet. Ja, dann okay, also was ist dann f plus g von dem x? Ja, das weiß ich jetzt nicht, da muss ich jetzt gucken, was ist der Ring. Aber auf jeden Fall der Funktionswert von dieser Funktion f plus g an der Stelle 0 ergibt sich, indem ich in dem Ring die Ringaddition nehme, um das hier mit dem hier zu addieren. Und hier muss ich den mit dem. Und den mit dem. Und mehr kann ich dazu nicht sagen, solange ich nicht präziser mache, was der Ring ist. Und mit mal ist genauso. F mal g ist auch wieder eine Funktion. Und deren Funktionswerte ergeben sich, indem ich die Multiplikation aus dem Ring R nehme, wo die Funktionswerte liegen. Und dort punktweise, sagen wir termweise, multipliziere. Und so weiter. Okay, und ja, und was das dann ist, hängt natürlich von dem Ring ab. Also vielleicht ist das dann gleich Kringel oder irgendwas. Okay, und so haben wir also aus einem Ring, der schon gegeben ist, einen neuen Ring gemacht. Also R hoch zum Beispiel R hoch n. Also R hoch n. Mit Plus und Mal nochmal hingeschrieben, ist ein Ring. Okay. Was heißt das also nochmal? Das heißt, mit Funktionen können wir im Wesentlichen genauso rechnen, wie wir es mit Zahlen gewohnt sind. Das sind zwar Funktionen, aber es gibt ein Plus und ein Mal, es gibt eine Addition und eine Multiplikation und die erfüllen genau die gleichen Rechenregeln, die wir erwarten würden für etwas, was sich Multiplikation und Addition nennt. Und jetzt noch ein anderes Beispiel. Ein paar habe ich noch. Und zwar kann ich jetzt dieses Rn kann auch auf andere Weise zu einem Ring gemacht werden. Und was heißt das? Ja, okay, da gehen jetzt mehrere Punkte ein. Der erste Punkt ist, für einen Ring ist es eben nicht genügend, wenn Sie sagen, welche Elemente hat er. Sondern für einen Ring ist es auch wesentlich, dass Sie sagen, welches Plus und welches Mal. Ja, also hier, das ist jetzt das Warnbeispiel. Wenn ich sage R hoch n, der Ring R hoch n, dann wissen Sie noch nicht, von welchem Ring ich rede, solange ich nicht gesagt habe, mit diesem Plus und mit diesem Mal. Und das klingt jetzt vielleicht offensichtlich, aber es ist dann oft so, dass das Plus und das Mal irgendwie aus dem Kontext klar sind und man das nicht zusagt. Und irgendwann vergisst man das, dass die aber auch noch da sind und dass die Teil des Rings sind. Auch bei den Gruppen ist das auch schon so. Eine Gruppe wird erst dann zu einer Gruppe, wenn sie eine Verknüpfung spezifizieren. Und vorher ist es einfach nur eine Menge. Selbst wenn wir informal und ungenau sagen, diese Menge ist eine Gruppe, ja, dann hat halt irgendwo stand dann eine Verknüpfung im Raum und wir nehmen an, jeder weiß, welche Verknüpfung gemeint ist, aber erst dann ist es eine Gruppe. Und hier zeige ich Ihnen jetzt, dass das
Plus diese Definitionen, die ich da oben gemacht habe für das Plus und das Mal, die werden nicht von der Grundmenge erzwungen. Ich habe da Möglichkeiten, was anderes zu machen. Zumindest für das Mal. Also ich nehme mal das gleiche Plus wie oben. Wir nehmen gleiches Plus wie vorher. Aber anderes Mal. Und zwar folgendes Mal. Definition. Also wie ist denn das? Jetzt so ein f mal g. Das ist ja dadurch erklärt, dass ich sage, was macht das mit einem bestimmten n aus n? Und ich definiere das jetzt folgendermaßen. Also vorher habe ich gesagt, das soll f von n mal g von n sein. Das will ich jetzt nicht mehr. Ich will hier was anderes machen. Und ja, ohne das groß zu motivieren, machen wir mal Folgendes. K von 0 bis n. F von k mal g von n minus k. So, ja, das fällt jetzt völlig da vom Himmel. Ist komplett unmotiviert. Aber wir sehen dann vielleicht in Kürze, dass das nicht völlig absurd ist, das so zu definieren. Aber nicht alles auf einmal. Also jetzt geht es erstmal darum zu sehen, was ist da jetzt überhaupt definiert worden. Na, schauen wir mal dazu ein Beispiel an. Und sagen wir wieder n, f von n, g von n. Und jetzt f mal g von n. Okay, und hier habe ich jetzt 0, 1, 2, 3. Ja, nehmen wir vielleicht das, damit es nicht zu abstrus wird, jetzt keine Herzchen und so, sondern nehmen wir richtige Zahlen als Ring, in dem das Ding seinen Wert hat. Oh, ja, genau, hier müssen wir auch sagen, dieses Mal ist das Mal in R. Und dieses Summenzeichen, naja, das bezieht sich auf das Plus in R. Ja, weil alle diese Dinge hier sind ja, das F macht aus der natürlichen Zahl ein Ringelement und das G macht aus dieser natürlichen Zahl ein Ringelement. Die Multiplikation in R macht daraus wieder ein Ringelement. Und diese Summe summiert jetzt ganz viele Ringelemente. Das heißt, die werden aufaddiert mit der Addition aus dem Ring. Okay. Ja, nehmen wir 1, 0, 1, minus 1, so. Und hier nehmen wir vielleicht 2, minus 1, 3, 1, irgendwas. Also das ist irgendeine Funktion, die natürliche Zahlen auf z abbildet und das auch. Und jetzt, was ist jetzt das Produkt von diesen beiden Funktionen nach dieser neuen Multiplikation. Ja, schauen wir mal, jetzt müssen wir diese Formel da oben dann mal hinschreiben für konkrete n. Also für n gleich 0 ist es einfach f von 0 mal g von 0. Also n gleich 0, dann wäre das f von 0 mal g von 0. Das heißt, da muss ich nur die beiden miteinander multiplizieren, kriege ich 2. Für n gleich 1 habe ich, das ist f von 0 mal g von 1 plus f von 1 mal g von 0. Okay, das heißt, da muss ich die beiden kreuzweise und die beiden kreuzweise. So, also 1 mal minus 2 mal minus 1 ist minus 1 plus 2 mal 0 ist 0, also minus 1. Und dann für n gleich 2, da haben wir die Formel da oben, die Summenformel würde dann Folgendes liefern. Der mit dem plus der mit dem plus der mit dem. Okay, also 1 mal 3 ist 3 plus 0 mal minus 1 ist 0 plus 2 mal 1 ist also 5. Okay, und dann sehen Sie, wie das läuft. Das nächste ist f. 0 g von 3 plus 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 g f 3 g 0. Okay, das ist also 1 mal 1 ist 1.
0 mal 3 ist 0, minus 1 mal 1 ist minus 1 und 2 mal minus 1 ist minus 2, dann ist es insgesamt minus 2. Und so geht es weiter. Okay, es ist also eine ziemlich lustige Multiplikation und Sie können nachrechnen. Fact, das mache ich nicht, das ist lästig und nicht sehr gewinnbringend. Man sieht halt, dass es stimmt, aber sonst kriegt man keine Erkenntnis, dass es sich bei dem Rn plus mal, und dieses jetzt das neue Mal, ist auch ein Ring. Das ist witzig. Das ist der sogenannte Potenzreihenring. Ja, kann man sich aber natürlich so nicht merken. Und um sich das zu merken, braucht man immer eine bessere Notation dafür. Das lässt sich aber leicht einrichten. Und zwar kann man Notation. Wir nehmen ein großes X und bezeichnen damit, bezeichne das Element von Rn, das 1 auf 1 und jedes andere n auf 0. Also das ist die 1 aus R, das ist die 1 aus n und jedes andere Element auf die 0 von R abbildet. Also x ist diese Funktion hier, n, x von n, 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dann gilt, ja, und dann wir legen fest, x hoch 0, ja, x hoch 0, das ist 1. Das heißt, das soll die 1 aus diesem Ring sein. Da könnten wir jetzt überlegen, was ist die 1? Was ist das neutrale Element? Haben wir jetzt nicht überlegt. Aber es ist nicht schwierig einzusehen, dass das 1-Element die Funktion ist, die 0 auf 1 abbildet und alle weiteren auf 0. Also das ist die 1 aus diesem Ring hier. Das ist gleich die, ich schreibe es nochmal so hin, das ist 1, 0, 0, 0, 0, so. Und also x selbst haben wir gesagt, das ist das, was hier da oben steht. Das ist 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Und beachte, wenn man jetzt in die Definition der Multiplikation geht, dann könnten wir gucken, was passiert, wenn ich x Quadrat nehme, also x mal x. Dann stellt sich raus, das ist 0, 0, 1. 0, 0, 0, 0, 0. X hoch 3 ist 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Und allgemein x hoch n, ja, das ist genau der hat hier 0, 0, 0, 0, 0. Und an der n-ten Stelle hat er eine 1 und dann hat er wieder lauter 0. Also das ist die n-te Stelle. Und wenn ich mir jetzt irgendein f vorstelle, das hat also hier dann irgendwie ein f0, f1, irgendwelche Funktionswerte, f2, f3, f4 und so weiter für f. Oh, dann kann ich mir da jetzt mit diesen x'en eine schöne Notation zurechtlegen, können wir schreiben. Das ist f0 plus f1 mal x plus f2 mal x Quadrat plus f3 mal x hoch 3, weil die x, die greifen hier immer den entsprechenden raus. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie das da so multiplizieren, diesen x hoch 3 mit f2 multiplizieren oder mit f3 multiplizieren, dann würde hier halt f3 stehen
Und wenn Sie den mit F2 multiplizieren, steht hier F2. Und wenn Sie die dann aufaddieren, dann steht dann hier F2 und da steht F3. Und wenn Sie das mit allen machen, dann kriegen Sie genau dieses F, das 0 auf F0 abbildet, 1 auf F1, 2 auf F2 und so weiter. Ja, und das können Sie also als unendliche Summe schreiben. Also das ist nur Notation. Wir addieren jetzt da nicht wirklich unendlich viele Dinge auf, sondern wir schreiben quasi die Wertetabelle von dem f in eine besondere Form. Wir schreiben hier das, Entschuldigung, das n wird abgebildet auf das f von n. Okay? Das ist das, was wir da notieren. Und das Coole ist, wenn Sie damit jetzt rechnen, Note, die Multiplikation passt gut zur Notation. Zum Beispiel gilt, wenn Sie 1 plus x minus 2x Quadrat plus 3 x hoch 3 minus x hoch 4 plus mal 2 plus x minus 3x Quadrat plus ausrechnen. Das sind also zwei solche Potenzreihen in dieser vielleicht gewöhnungsbedürftigen Notation geschrieben. Und Sie wollen die jetzt ausrechnen, was ist das, und schreiben das dann wieder so. Ja, dann rechnen Sie einfach so, wie die Notation es aufdrängt. Sie multiplizieren das aus und sagen dann, Einser mit dem Zweier gibt ein Zweier. Plus, so, und dann, was sind die Beiträge zum x-Term? Naja, das ist 1 mal x plus x mal 2, das ist 3x. Und dann, was sind die Beiträge zum x-Quadrat-Term? Naja, das ist 1 mal minus 3x-Quadrat plus x mal x minus 2x-Quadrat mal 2. Also es ist minus 3 plus x, also es ist dann irgendwas mal x-Quadrat. Und so können Sie das weiter ausrechnen. Und was Sie dann da machen, das ist genau das, was hier in dieser Formel festgelegt wurde. Also, es ist eher historisch, ist irgendwie umgekehrt. Zuerst hatten die Leute das mit dem X und haben sich dann überlegt, ja, was ist das eigentlich? Und dann sind sie drauf gekommen, so muss man es hinschreiben, und dann sieht man jetzt das X nicht mehr. Okay. Und ich nehme hier ein großes X, weil wenn Sie das so hinschreiben, dann sieht das ein bisschen so aus, wie wenn das X eine Variable wäre. Das ist aber nicht wirklich eine Variable, sondern das ist ein Element von diesem Ring, es ist eine Funktion, die quasi Koeffizienten, also Exponenten auf Koeffizienten abbildet. Und mit der können Sie aber rechnen, wie Sie es erwarten würden. Das passiert genau dann das Richtige. Und dann haben Sie einen Ring. Das ist dann der sogenannte Potenzreihenring. Also statt Rn schreibt man R und dann so. Wenn man diese Multiplikation meint. Oh, und daraus lässt sich jetzt noch ein anderer Ring machen, der ist jetzt, es lässt sich noch vereinfachen jetzt wieder, das sechste. Wir definieren jetzt R und dann, das hier ist das ist eine doppelte eckige Klammer und wir machen hier die einfache eckige Klammer. Das soll sein die Menge aller f in R x, für die gilt, es gibt irgendein n aus n, sodass für alle m, die größer als n sind, das f von m gleich 0 ist.
Okay, das jetzt habe ich irgend sowas dahingeschrieben. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn Sie hier diese Wertetabellen anschauen, diese Koeffizientenlisten, dass die alle so sind, die gehen ja alle hier irgendwie weiter und hier, da kommen beliebig große Potenzen von x vor. Und ich will mich jetzt einschränken, auf die Listen, die ab irgendeinem Zeitpunkt nur noch Nullen haben. Ja, das ist, vorher habe ich das nicht gefordert. Hier in dem Ring, um den es vorher gegangen ist, ist das, kann das ewig weitergehen. Sie können da eine Funktion haben, die hat 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 für immer. Ist okay, ist erlaubt. Und jetzt dann aber im neuen Beispiel nicht mehr. Also, das heißt, 1 minus 2 x plus x Quadrat minus 9x hoch 3. Das wäre ein Element von x, weil Sie sehen, dass das bricht hier ab, da geht es nicht weiter, da kommen danach lauter Nullen, die schreibe ich dann natürlich nicht hin. Da steht unsichtbar, steht plus 0 mal x hoch 4, plus 0 mal x hoch 5, plus 0 mal x hoch 6 und so weiter. Das schreibe ich natürlich nicht hin. Aber ich könnte eben auch sagen, 1 plus x plus x Quadrat plus x hoch 3 plus 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 plus. Das ist dann zwar immer noch in dem hier, den wir vorher hatten. Aber wenn das wirklich hier immer weitergeht mit und nie aufhört, dann ist es nicht in dem, um den es jetzt gehen soll. Und das ist auch ein Ring, wir sagen, das ist ein Teilring von dem vorherigen, das ist der sogenannte Polynomring. Mit dem Plus und dem Mal, das wir vorher hatten. Und wenn Sie sich das anschauen, wenn Sie zwei solche Dinge haben, das nennt man ein Polynom, wenn Sie zwei Polynome haben und Sie multiplizieren die, dann entstehen nicht plötzlich irrsinnig viele zusätzliche Koeffizienten, unendlich viele, sondern wenn das vorher zwei Dinge sind mit nur endlich vielen Termen, sind es nachher auch nur endlich viele. Also eventuell ein paar mehr als vorher, aber nur endlich viele. Das heißt, das hier ist abgeschlossen, ist eine Teilmenge von dem, ja, das ist eine Teilmenge von dem, die abgeschlossen ist unter Multiplikation und unter Addition. Also so ähnlich wie wir vorher bei Gruppen hatten, da hatten wir bei Gruppen den Begriff der Untergruppe. Das hier ist jetzt ein Unterring. Und dieser Unterring ist viel, ja, also er ist jetzt entstanden, weil wir den anderen zuerst gemacht haben, aber der ist von besonderem Interesse, der Polynomring. Heißt, also ist ein Ring. Die Elemente heißen Polynome. Und ja, und Rx heißt Polynomring. So, jetzt kennen Sie Polynome wahrscheinlich schon aus der Schule. Aber ich muss hier jetzt hinweisen auf eine Unterscheidung. Und zwar, wir unterscheiden, weil wir ja, als Profis müssen wir da ein bisschen vorsichtiger an die Sachen rangehen, damit wir uns nicht die Finger verbrennen. Und zwar, also machen wir so ein Warndreieck. Achtung, ein Polynom ist etwas anderes als eine Polynomfunktion. Also zum Beispiel, ich würde sagen, 1 plus 3x minus 5x Quadrat ist ein Polynom. Und die Funktion, die irgendein x abbildet auf 1 plus 3x minus 5x Quadrat, das ist eine Polynomfunktion. Also das ist eine Funktion, die geht vielleicht von R nach R. F von x ist gleich dem. Das ist eine Polynomfunktion. Hier würde ich einfach sagen, p ist gleich dem. Das ist ein Polynom. Was ist das jetzt der Unterschied? Das ist doch genau dasselbe. Nein, das ist nicht dasselbe. Das hier ist eine Funktion, die bildet von jedem, hier habe ich x und da habe ich f von x und jedem x wird ein f von x zugeordnet. Aber dieses x hier,
ist nicht eine Variable, sondern Sie sollten, sein Polynom ist einfach nur eine Koeffizientenliste. Sie sollten sich das hier einfach nur vorstellen als eine Schreibweise für 1, 3, minus 5, 0, 0, 0, 0 und dann eine unendlich lange Liste von Nullen. Und ja, deshalb, damit man das damit man es nicht so leicht vergisst, dass das was anderes ist, nehme ich hier ein großes x und hier unten ein kleines x. Also dieses x hier ist nicht eine Variable, in die Sie was einsetzen können, sondern, nochmal zur Erinnerung, dieses x hier ist ebenfalls einfach nur ein Polynom. Und zwar das Polynom mit der Koeffizientenliste 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Okay. Und also statt dass Sie bei Polynomen an Funktionen denken, da würde ich Sie von abraten, das ist nur eine Anwendung von Polynomen. Das Polynom selbst ist eher der Ausdruck, der syntaktische Ausdruck, durch den hier eine Funktion beschrieben wird. Das ist aber etwas anderes als die Funktion selbst. Stellen Sie sich ein Polynom eher als ein Analogon vor von ganzen Zahlen. Weil wenn Sie in Z schauen, und Sie haben die Zahl 5374, dann wäre das ja nach dem, wie diese Notation hier erklärt ist, ist das 4 plus 7 mal 10 plus 3 mal 10 hoch 2 plus 5 mal 10 hoch 3. Und in Rx, hätte ich hier auch sowas, da würde ich sagen, das ist 4 plus 7 mal x plus 3 mal x Quadrat plus 5 mal x hoch 3. Und so wie Sie in z addieren und multiplizieren können, so können Sie hier diese Ausdrücke auch addieren und multiplizieren. So können Sie mit Polynomen rechnen. Und dabei ist also das x nicht so sehr eine Variable, es ist eher sowas wie ein Symbol, dass die Stelligkeit markiert, so wie hier bei den ganzen Zahlen im Zehnersystem aufgeschrieben, die Potenzen von 10 das tun. Und wenn Sie dann vergleichen, die Addition und die Multiplikation, dann sehen Sie, die entsprechen einander ziemlich stark. Das ist ein Beispiel im Skript. Wenn Sie hier addieren, zwei Zahlen, zum Beispiel hier die Zahl 2, 5, 3, 4, 1 und die Zahl 4, 8, 2, 3, 7. Dann addieren Sie die so, ja, zunächst einmal komponentenweise. 1 plus 7 ist 8, 4 plus 3 ist 7, 3 plus so. Und dann kann aber hier noch irgendwas Gemeines passieren. Es kann sein, dass das überläuft und dann wollen wir die Ziffern, die müssen alle kleiner sein als 10. Das heißt, der geht in den nächsten rein. Sie kennen das, ja? Kennen das aus der Schule. Bei Polynomen ist das genauso. Es ist aber in Wirklichkeit sogar einfacher, weil wenn Sie hier die beiden Polynome addieren, dann addieren Sie wirklich nur die Koeffizienten, die einander entsprechen. Also 1 plus 7 ist 8, genau wie drüben. 4 plus 3 ist 7, genau wie drüben. Aber hier, 5 plus 8 ist 13 und die 13 bleibt stehen. Es gibt keinen Übertrag, sondern das bleibt einfach so stehen. Und insofern sind Polynome, auch wenn sie ein bisschen voluminös daherkommen, weil sie immer da x hoch irgendwas schreiben, aber arithmetisch sind die einfacher als Zahlen. Viele Sachen können sie sowohl für Zahlen als auch für Polynome machen. Und meistens ist es für Polynome ein bisschen einfacher. Es ist aufwendiger hinzuschreiben, weil wir dann nicht so diese ganz kompakte Notation haben für Polynome. Oder wir wollen das nicht so hinschreiben. Aber die Addition hier hat nicht diesen Übertrag und der Übertrag macht oft Schwierigkeiten, deshalb ist es oft einfacher, Sachen zunächst mit Polynomen zu verstehen und dann erst mit Zahlen. Und die Multiplikation ist auch genau ganz analog. So wie Sie schriftliche Multiplikation in der Schule gelernt haben für ganze Zahlen, zum Beispiel, wenn Sie es so aufschreiben, jedes mit jedem und dann richtig verschoben und dann alles aufaddiert. Genauso machen Sie das hier. 5 mal 3 ist 15 und x mal x ist x Quadrat. Dann 5 mal 7 ist 35.
3 mal 3 ist 9, das gibt die x-Terme und dann 3 mal 7 ist 21 und dann addieren Sie das alles auf und 9 plus 35 ist 44, 15 und 10 und das ist das Produkt. Okay, also das sind Polynome und die werden uns öfter noch begegnen, so als Beispiele für, wenn ich mal was illustrieren will, was nicht unmittelbar eine Zahl ist oder ein Zahlenraum. Und wenn wir einen Ring brauchen, ja, also wenn Sie einen Ring brauchen, merken Sie sich auch zwei Beispiele. Merken Sie sich als Beispiel Z mit Plus und Mal, das ist die Mutter aller Ringe. Und dann merken Sie sich den Polynomring als ein anderes Beispiel. Wenn Sie die beiden Beispiele für Ringe sich merken können, mehr brauchen Sie über Ringe dann einstweilen nicht zu wissen. Und beim nächsten Mal zeige ich Ihnen noch, was ein Körper ist. Und dann sind wir mit diesem abstrakten, algebraischen Teil erst einmal fertig und beginnen dann mit der eigentlichen linearen Algebra. Okay, vielen Dank für Ihre Geduld. Bis zum nächsten Mal.